So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Inferno mit der Yoshina. Ich würde sagen, es geht direkt weiter und wir werden uns jetzt den zweiten Katalog kaufen. Da steht, stelle sicher, dass du alle Artikel aus dem vorherigen Katalog gekauft hast. Okay, wir haben irgendetwas vergessen, aber was haben wir vergessen? Ah, ach so, den haben wir vergessen, den schlafenden Götzen. Er scheint zu schlafen. Ich finde es gut, dass sie da mit dem Pfeil drauf zeigen. Okay, Leute, es tut mir leid. Jetzt können wir den Katalog kaufen für 75 Cent. Yeah. Das sind total abgedrehte Spielsachen. Und da gibt es so süße Spielsachen da drin. Die sind ein bisschen alle... Ja, hier, ihr seht ja schon mit den Hasenzähnen und sowas. Aber es sind total goldige Sachen. Und da zeige ich euch auch mein absolutes... Oder besser gesagt, mein absoluter Lieblingsgegenstand von diesem Spiel. Den werde ich euch auch noch zeigen. Gut. Waschbärstoff dir. Er ist so knuddelig und liebenswert, man muss ihn einfach umarmen. Es könnte Tollwut enthalten sein. Genau. Halsgebläse, kaufen wir auch. Eichhörnchenpfeife, ja, sehr süß. Zerbrechliche Glühbirnen, mhm, hätte jeder. Oh, ich habe keinen Platz mehr, Leute. Gut, dann warten wir erstmal, was wir hier haben. Also, wir müssen noch den schlafenden Götzen erledigen hier. Der hat uns noch vom ersten Katalog gefehlt. Ah, er singt. Sehr lustig. Wir machen ihn zur Seite. Dann den Waschbären. Oder Arme. Oh, ich habe ihn in der Luft verbrannt. Oder Arme. Tut mir fast schon leid. Das Halsgebläse. Bams. Okay. Ha, und diese komische Pfeife da. Ha, komische Geräusche machen die. Und Leute, wie ihr sehen könnt, ist hier ein Plus erschienen und wir können jetzt einen weiteren Platz kaufen. Willst du deinen Briefkasten vergrößern, damit er einen zusätzlichen Gegenstand aufnehmen kann? Ja, das wollen wir. Okay, wir haben jetzt hier drei Briefe gleich, das ist ja der Hammer. Ah, unser Wetterfrosch hier. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen, hehe. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Hehe. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Und Leute, hört euch die Musik an, die ist so genial. Ich liebe diese Melodie. Ist auch alles irgendwie so melancholisch und alles. Als würde gleich die Welt untergehen. Ich meine, die Welt wird auch untergehen, wenn ich euch das verraten darf, aber okay. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du? Dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo. In Liebe, Miss Nancy. Ja, Leute, dann schauen wir uns auch mal dieses Video an. Do you like toys? Yeah. You know what's more fun than playing with toys? Setting them on fire. With your new Little Inferno Entertainment Fireplace. Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. Little Inferno, I love of your chimney, way up in the sky. It's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Okay, Leute, seid mal ehrlich, das ist schon ein bisschen psychohaft, das Video.
Verbrennt einfach mal die Kinder, verbrennt einfach die Kuscheltiere, verbrennt alles. Das ist, ja, ganz normal, natürlich. Ja. Da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Wir verbrennen das ganz schnell. Little Inferno Fireplace ist so ziemlich mein Lieblingsspiel. Obwohl es keinen Sinn macht. Du kaufst Sachen, verbrennst sie und sie geben dir mehr Geld, als wie du ausgegeben hast. Hahaha, ich liebe gratis Sachen. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, ich hoffe, sie veröffentlichen ein gratis Update für Little Inferno Fireplace. Mit pinken Holzscheiten. Von Sugar Plums. PS, psst. Das Ding im Hintergrund sieht aus wie ein Gesicht. Ist aber keins. Ja, das ist es, Leute. Was ist das für ein Viech? Ist es ein Gesicht, aber es ist keins. Okay. PPS? Aber es kann dich sehen. Ja, natürlich, ne? Es hat kleine Augen, aber kann mich anschauen. Okay. Das macht mir doch ein bisschen zu denken übrig. Können wir hier noch einen weiteren Platz ergattern? Ja, aber der kostet 100. Ach du Scheiße. So, wir waren hier im Katalog stehen geblieben. Bester Freund Ersatzpillen. Boah, international verboten, hier aber total sicher. Sternchen. Kaufen wir einfach alles mal. Gefühle Bärstoff dir. Immer bereit für eine Umarmung. Kaufen einfach alles hier, was es gibt. Ölfrachter. Okay, Leute. Ja, Leute, was sagt ihr bis jetzt zu dem Spiel? Schon ein bisschen psychohaft, ne? Und ihr seht, wir haben einige neue Kombinationen zum Freischalten. Das ist ja der Hammer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück sind das sogar. Da werden wir uns auch noch mit befassen. Das machen wir am besten dann, wenn wir wirklich alle Gegenstände freigekauft haben. So, wir machen weiter mit der Beobachtung hier, wie die Sachen verbrennen. Ja, die Pillen, die ploppen auch ein bisschen, so wie Popcorn. Hört euch den Bären an. Bisschen wie Goofy. Der Arme. Schrei, Bär, schrei um Hilfe. Boah, der Dampfer. Der spuckt Öl oder was? Ist ja auch ein Öldampfer, ne? Boah, gerade voll die Explosion und ich gehe hier weg. Okay. Bauklötze. Schlangenüberraschung. Ha, Tyrannosaurus Stofftier. Ha, häufig serviert mit dem köstlichen Stegosaurus gut durch. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir diese paar Sachen noch und dann hören wir mit dem Part auch schon auf. Was ist das hier überhaupt? Das ist nur Dekoration. Okay. So, dann machen wir das. Die Bauklötze. Wow. Ah, den Brief lesen wir natürlich auch noch. Natürlich. Okay, rate mal. Ich bastle dir etwas. Weil du ein ziemlich guter Freund bist. Obwohl du nie meine Briefe beantwortest. Okay, aber du musst mir zuerst etwas schicken. Der Gegenstand, den du mir schicken sollst, ist... rot. Und anziehend. Und hat lange, unsichtbare Arme. Ha, nein, es ist nicht Liebe. Es ist ein Magnet. Ich brauche einen Magneten, okay? Okay. Nicht gleich ausdrücken, Mädchen. Ist ja gut. Oh, hier. Was kam da denn raus für Spritzen hier? Für Drogendinger hier. So. Dann schenken wir ihr halt doch noch schnell einen Magneten. Das ist jetzt wieder aus dem ersten Buch, komischerweise. Kaputter Magnet, ob sie da zufrieden ist? Na gut. Ah, wir müssen ja warten, bis der erst kommt. Dauert noch ein bisschen. Na komm, Leute. Der Part wird auch schon wieder zu lang, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir ihn. Und schicken ihn einfach. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.